So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Warum ist es so dunkel? Ja, wir spielen weiter die türkisgrüne Maske. Ich habe jetzt wirklich eine halbe Stunde, mehr als eine halbe Stunde, an diesem dämlichen Thumbnail für den ersten Part gesessen. Das hat mich jetzt so viel Zeit gekostet. Also, hey, du bist von dieser Akademie in der Paldea-Region, oder? Wie cool. Sei still, Jo. Ich bin Hanna. Einen Fremden wie dich lasse ich nicht einfach so nach Midoriya spazieren. Nichts da. Warum nicht? Wenn du trotzdem unbedingt ins Dorf willst, müssen wir das wohl in einem Kampf regeln. Hanna, komm schon, du willst doch nur kämpfen. Das ist nicht fair. Halt die Klappe! Wir haben alle diese coolen Augen. Ich will die auch haben. Achte meinen kleinen Bruder einfach nicht. Menno. Er ist sympathischer als du. Also dann, mach dich bereit. Hey, Hanna. Ich kann nicht tanzen. Kennt das irgendjemand? Irgendjemand Fersengold-Fan? Ich werde schon meinen Spaß mit dir haben. Ich will die Augen haben. Mit deinen Augen! Kommt bestimmt gut, wenn man das so irgendwem Fremdes einfach sagt. Willkommen in Katakami. Zur Begrüßung gibt's gleich mal eins auf den Deckel. Für dich. Mit 60. Schnuddeln wir den Doggo mal. Oh, wir haben verfehlt. Jaula. Die Angriffe, also Unlichtangriffe haben bei uns eine. Treffen auch eine Vierfachresistenz. Also an Baba Yaga vorbeizukommen ist quasi unmöglich. Oho, da kennt sich wohl jemand mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen aus. Willst du mit mir anlegen oder was? Vulpix. Weißt du was? Nö. Sie will sehr effektiv sein, weil sie glaubt, es ist besser als wir. Soll sie machen. Aber nicht sehr effektiv. Du weißt nicht mal, gegen welchen Typ die Attacken deiner Pokémon effektiv sind? Peinlich. Nö. Aber es interessiert mich einfach nicht. Anna. Weil ich kann vielleicht nicht tanzen, aber du kannst nicht kämpfen. Da haben wir den Dialog zumindest auch gesehen. Wollen wir das Vieh einfach gerade kaputt hauen? Unser Wasser-Pokémon ist ja leider eh vergiftet. Morcha. Kennen wir noch nicht. Setzen wir mal unser Premium-Pokémon ein, unser Starter-Pokémon. Das klingt nach Matcha. Mögt ihr Matcha? Ich glaube, es gibt auch nur Leute, die Matcha mögen oder die Matcha nicht mögen. Es gibt niemanden, die es so okay finden. Du siehst aus wie so ein. Wie heißen die, diese Geister, die von. Die Fatalité. So siehst du aus. Weil du hast wohl von Matcha Besitz ergriffen. Dann solltest du aber ein Geisttyp sein und dann kriege ich dich mit Nachtgift kaputt. Ja. Richtig geschlussfolgert. Er feuert uns an. Sehr gut. Was zum. Wer bist du? Nachdem du mich so freundlich begrüßt hast, dein schlimmster Albtraum. Also ich werde dich in Zukunft bei jeder möglichen Gelegenheit hassen. Mein Nacken. Also, so begrüßt man doch keinen Fremden. Hey, wir haben Austauschschüler aus einer anderen Region, echt weit weg, aus einem ganz anderen Land. Ja, dann hau ich denen erstmal aufs Maul, wenn die hier in die Stadt kommen. Sag mal, wo sind wir denn hier? Was machst du als nächstes? Fängst du an zu rufen, wir sind das Volk oder was? Boah, abgefahren. Du hast echt meine Schwester besiegt?
Mist, wie konnte ich nur verlieren? Sagen wir einfach, du hast meine Prüfung bestanden. Gerade so. Ich habe 2 Pokémon verwendet. Und ich hätte nur 1 verwenden müssen. Nun ja, es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich ins Dorf zu lassen. Aber ich habe hier das Sagen, klar? Gleich nicht mehr. Ich fordere Amtsenthebung. Na toll. Komm, Jo, Zeit zu gehen. Aber... Anna, warte auf mich. Ah, hallo. Du bist ein Schüler von der Akademie in Paldea, habe ich recht? Ich bin der Verwalter in diverser Einrichtungen im Dorf und zudem dafür zuständig, dass ihr euren Aufenthalt hier voll und ganz genießen könnt. Ich hoffe, die 2 Kinder von eben waren nett zu dir. Nein. Diese beiden stiften immer wieder Unruhe, vor allem Hannah. Tut mir leid, falls sie dir Ärger bereitet haben. Aber aufs Maul gehauen. Was sagst du da? An der Bushaltestelle wartet ein kranker Schüler auf Hilfe? Ich werde sofort nach dem Rechten sehen. Geh du ruhig schon mal vor zum Gemeindehaus. Bis gleich. Weh, die kommen ja nochmal unter. Also da habe ich auch kein Problem damit, es dem Stadtvorsteher zu sagen. Also ich habe ja schon öfter Amtsenthebungen gefordert. Und ich glaube, das hier ist kein Unterschied zu sonst. Erinnert ihr euch noch an den komischen Typen aus Pokémon? Ich muss hier einfach, weil wir in Sinnoh sind, die Parallelen zu Legenden Arceus ziehen. Da gab es ja auch diesen... Ist überall Sachen versteckt. Diesen einen Wächter. Ah, oh, guck mal. Die gibt's doch gar nicht mehr. Die Fukanos. Die Hisui Fukano. Die sind ausgestorben. Okay, sie hauen hier echt die Parallelen nach Hisui rüber. Dann ist es echt nicht schlimm, dass ich das auch mache. Da gab's ja den einen Typen. Den einen Wächter da. Mit den langen Haaren. Der einem total auf den Keks ging. Und vor allen Dingen mir, den ich ständig von der Klippe schmeißen wollte. Ich dachte, das wäre erstens ein Umzugswagen. Oh, ein Carpador-Springbrunnen. Das Einzige, wozu Carpador gut ist. Als Springbrunnen. Entschuldigung. Vor allen Dingen Springbrunnen. Kann ich ins Haus? Kann ich bei Leuten einbrechen? Nein. Ja. Da habe ich ja auch gefordert, dass der seinen Titel verliert. Einfach weil der seinen Job nicht gemacht hat. Seinem Chef widersprochen hat. Gegen den Willen seines Chefs gehandelt hat. Also eigentlich war er der schlechteste Mitarbeiter des Jahrhunderts. Und ganz ehrlich, da will ich auch eine Amtsenthebung. Die hat zwar offenbar überhaupt nichts zu sagen. Weil die einfach nur irgendwie ein unruhestiftendes Kind ist. Aber ich würde sagen, wenn die uns nochmal in die Quere kommen, wenden wir Gewalt an. Wir machen das wie bei so einer Gang. Wenn du den Anführer besiegst, killst, schwer verwundest, sonst irgendwas, bist du der neue Anführer. Das machen wir auch. Die hat ja nichts Starkes. Lassen wir einfach mal Baba Yaga sie einmal kurz mit dem Hammer hauen. Muss ja auch nicht feste sein, bloß dass es ein bisschen weh tut. Merci. Dass er halt mal merkt, dass er nicht machen kann, was er will. Ich glaube, das wird schon einen großen Impact haben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Tag auch. Das hier ist das Pokémon Center. Lass mich raten, ich soll deine Pokémon heilen? Ja. Wusste ich's doch. Na, dann lass sie mal rüberwachsen. Ja. Pokémon sind wieder quietschfidel. Man sieht sich. Sehr schön.
Eigentlich sollte ich hier noch gar nicht so viel rumstreunern. Ach, von hinten darf ich nicht ins Gebäude. Weil ich ja noch nicht reiten kann. Und ich glaube, es geht alles schneller, wenn ich mich erstmal um die Story kümmere. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Hier entlang. Danke, dass du dem Verwalter Bescheid gesagt hast, Wolf. Unseren Patienten geht es auch schon deutlich besser. Also dann, alle miteinander, das ist unser Gemeindehaus. Hier werdet ihr für die Dauer eures Aufenthalts übernachten. Eigentlich war geplant, euch in derselben Unterkunft unterzubringen wie die Schüler der Blaubeerakademie. Aber jetzt gehört diese Unterkunft ganz unseren Gästen von der Orangenakademie. Stimmt ja, ich hatte ganz vergessen, dass die beiden aus dem Dorf hier kommen. Tretet ruhig ein, keine Scheu. Okay. Warum treten wir jetzt nicht... Warum schlafen wir jetzt nicht im gleichen Gebäude wie die... Wie die Blaubeeren? Kommt schon rein. Eure Schuhe könnt ihr ruhig anbehalten. Wenn sie arg verdreckt sind, wascht sie nur kurz am Wasserhahn am Eingang ab. Ich sehe keinen Wasserhahn am Eingang. Aber das Ding da links sieht echt süß aus. Ist schick und sauber hier, was? Diese Einrichtung wurde erst kürzlich gebaut und kann selbst mit dem modernsten Schnickschnack der Großstadt mithalten. Oh Gott, ist das so ein ländliches Ding, wo sie sagen, die Großstadt? Die Großstadt! Ja, wir sind auch so cool wie die Großstadt. Wir haben Technik. Bei uns kann man sogar in dieses Internet gehen. Das ist der Gemeinschaftsraum. Hier könnt ihr nach Belieben fernsehen und euch unterhalten. Was auch immer ihr wollt. Die Kantine befindet sich dort vorne und hier sind die Toiletten. Die haben sogar Toiletten, ich glaub's nicht. Dort hinten geht es zu den Schlafräumen, wo ihr euch ausruhen könnt. Da wir genug Platz haben, bekommt jeder sein eigenes Zimmer. So, das wäre dann auch schon alles, was ihr wissen müsst, denke ich. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach an den Mitarbeiter am Empfang. Wunderbar, vielen Dank für die Erklärung. Na, wollt ihr nicht auch etwas zum Herrn Verwalter sagen? Danke für die Gastfreundschaft. Danke, dass wir hier übernachten dürfen. Oh, wie höflich ihr alle seid. Da geht einem ja richtig das Herz auf. Fühlt euch bitte ganz wie zu Hause. Ihr seid sicher erschöpft von der langen Reise. Es ist noch etwas früh, aber lasst uns schon mal zu Abend essen. Und dann bald schlafen gehen. Wir haben eine ganze Menge Essen für euch vorbereitet, also dann lasst es euch schmecken. Ja. Her damit. Essen. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Aber wir sehen es nicht. Vielleicht besser, weil ich Hunger habe, aber ich würde schon gern sehen, was es gibt. Ich finde das immer schön, wenn man sowas sehen kann. Ist immer ein schönes Nice to have. Also, ja. Es muss nicht, aber... Ja. Ist halt schon cooler, wenn. Heute Abend gibt es kein Programm mehr, also steht dir der Abend zur freien Verfügung. Aber denk daran, dass die Exkursion dann morgen richtig losgeht. Sieh zu, dass du nicht verschläfst. Man kann nicht verschlafen, wenn man nicht schläft. Gib dich zu deinem Schlafraum. Du solltest jetzt nicht mehr nach draußen gehen. Sagen Sie mir nicht, was ich zu tun habe. Das ist die Herrentoilette. Das ist die Damentoilette. Ach, Pikachu-Schweif, weibliches Pikachu. Diese Toilette kann von jedem genutzt werden. Aha. Wir haben sogar eine Toilette für Dritte. Finde ich eigentlich ganz gut. Scheint ein Konferenzraum zu sein, den wirst du eher nicht nutzen. Wer weiß, vielleicht rufe ich eine Konferenz ein und hau die Leute... So wurde ich hier begrüßt, das scheint Tradition zu sein. Okay, das ist einfach nur heilen, aber das kann man auch draußen, das muss man nicht hier drinnen machen. Hab gedacht, da kriegen wir jetzt wieder Optionen mit Umziehen und so. Ach! Wo ist mein Knüppel? Ich brauche den Armer. Da ist er wieder. Guten Morgen alle zusammen, habt ihr gut geschlafen? Ab heute sind auch die Schüler der Blaubeerenakademie mit von der Partie. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen?
Hallo, ich bin Hanna. Ich hoffe, wir werden uns gut vertragen, ihr fremd... Ihr aus Paldea, hä? Ich hol den Knüppel. Ich bin Jo. Jo ist viel netter. Jo wird nicht gehauen. Nur Hanna. Die beiden stammen aus dem Dorf. Ihr könnt sie also ruhig fragen, wenn ihr Hilfe braucht. Zeigt euch von eurer besten Seite, ihr zwei. Ich verlasse mich auf euch. Ja, ja. Claro. Nun gut, dann erkläre ich euch mal, worum es bei dieser Exkursion geht. Hanna verprügeln? Eure Aufgabe ist ein Orientierungslauf. Ihr müsst euch in Paare aufteilen und die drei Infotafeln finden, die in der Kitagami-Provinz aufgestellt wurden. Auf den Tafeln stehen Auszüge einer alten Legende aus Kitagami. Wenn ihr sie lest, erfahrt ihr mehr über die Geschichte dieser Provinz. Anschließend macht ihr davon bitte ein Foto von euch zwei mit der jeweiligen Infotafel. Sobald ihr euch vor allen drei Infotafeln fotografiert habt, ist die Mission abgeschlossen. Betrachtet es als eine Art Erkundungstour durch Kitagami und die Geschichte der Provinz. Das ist doch viel spannender, als wenn ich euch hier einen langen Vortrag halten würde, oder? Das nenne ich mal eine innovative Aufgabe. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Also muss ich wirklich sagen, das ist tatsächlich clever überlegt. Würde mir tatsächlich auch mehr gefallen. Also, ich persönlich bin ja jemand, ich hasse es, rumzulaufen, um rumzulaufen. Deswegen finde ich Geocaching oder sowas halt unheimlich cool, weil man irgendwie ein Ziel hat. Und so rumlaufen, auch im Urlaub und einfach nur irgendwelche Sachen angucken. Ich weiß, ich komme jetzt langsam in das Alter, aber ich finde es furchtbar langweilig. Es ist nicht meins. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich dann so dran denke, dass man halt so eine Schnitzeljagd hat und man versucht, diese Infotafeln zu finden, man hat ein Ziel, was man sucht, dann macht das schon mehr Spaß. Vor allen Dingen so in Zweierteams, dann ist man auch nicht so alleine. Finde ich eine gute Idee, gerade auch für Schüler. Also mir gefällt's. Also wenn ihr es schafft, kriegt ihr ein Geschenk von mir. Ne, wir kriegen auch so einen Rotom-Stick. Oh Gott, wir haben Selfie-Sticks. Rotom-Stick, ein Stab, mit dem man sein Smart-Rotom befestigen kann, um Selfies von weiter weg zu machen. Gott, Selfie-Sticks. Also, tut mir leid, diese Großstadterfindung hätten wir hier nicht gebraucht. Rotom-Stick. Wenn du den X-Knopf drückst, während du einen Selfie machst, kannst du mit Hilfe des Rotom-Sticks schießen. Und so lassen sich Fotos von weiter weg knipsen, wodurch es auch einfacher wird, mehrere Freunde oder Pokémon zugleich abzulichten. Ich habe gehört, die sind gerade letzte Schrei in den Großstädten. Ich wusste es. Es ist wieder diese Großstadtsache. Die könnt ihr für eure Aufgabe gut gebrauchen. Hier, ich bringe euch auch gleich total hippe Selfie-Posen bei, die ich mir ausgedacht habe. Bitte nicht. Der Verwalter hat dir die Coolness-Pose beigebracht. Die ist also total hip, ja? Nun, diese Exkursion soll auch den Austausch zwischen unseren Schulen fordern. Und zudem wäre es sicher nützlich, jemanden dabei zu haben, der sich in Kitagami auskennt. Kitagami. Nicht Gami. Ihr könnt euch sicher denken, worauf ich hinaus will. Wenn möglich, solltet ihr euch mit jemandem aus der jeweils anderen Akademie zusammentun. Lady? Wir sind vier. Die sind zwei. Wenn es Zweierteams sein sollen, dann brauchen die zwei Leute mehr oder wir müssen sie in Scheiben schneiden, also in zwei Hälften. Ich wäre dafür, wir teilen Hanna in drei und wir nehmen Jo mit. Das ist fair. Außer die wollen halt wirklich, dass je eine Person mit der anderen Gruppe mitgeht. Und ich wette, wir kriegen Hanna. Also wir zwei und einen von denen. Obwohl, wenn keiner zusieht, kann ich Hanna hauen. Das ist auch eine Möglichkeit. Normalerweise würde ich nie jemanden hauen, aber sie hat es nicht anders verdient. Rede mit den Schülern aus der anderen Schule, ich will den da. Dein Name war Wolf, oder? Lass mich raten, du bist hier, um dich aus Mitleid mit uns armen Außenseitern auszutauschen. Wenn ich hier...
um dir die Nase zu verbiegen. Nein. Warum sprichst du uns dann an? Du bist ein bisschen merkwürdig, kann das sein? Stadtverwalter, brauchen Sie diese Hanna noch? Mein kleiner Bruder ist jedenfalls ganz besessen von dir. Er ist ja auch nett. Mit ihm kann man reden, mit ihm kann man sich austauschen wahrscheinlich. Ich meine, er ist ein bisschen schüchtern, aber das ist okay. Jeder ist mal schüchtern. Ich glaube, er ist eigentlich ein ganz netter. Ich glaube, wenn wir mit ihm wirklich auf hier so eine Exkursion gehen, uns die Tafeln angucken, ein bisschen mit ihm plaudern, wir erfahren ein bisschen was von seiner Region, er erfährt ein bisschen was von unserer. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, da kann man echt eine Menge lernen. Weil er wirkt freundlich. Sie wirkt so, als wäre sie total schnippisch und die anderen sind eh alle doof und mit denen möchte ich gar nicht reden. Da habe ich dann halt auch, ehrlich gesagt, nicht so viel Bock mit ihr zu reden. Deswegen. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, mit ihm würde ich gerne auf die Explosion gehen. Und er findet uns ja offenbar auch ganz cool, weil wir seine Schwester gehauen haben. Und ja, ich weiß nicht. Wirkt irgendwie sympathischer. Er ist ja auch nicht direkt angekommen. Oh, du kommst von woanders her. Verschwinde. Ich wohne hier. Zu Hause hat er nonstop von dir geredet. Das geht mir echt auf den Senkel. Ihm hat bestimmt mein Hut gefallen. Das geht vielen Leuten so. Findest du, warum erzählst du ihm das? Weil ich jetzt dich noch eher mitnehme als sie. Pass auf, wie du mit mir redest, Freundchen. Ich tue dir einen Gefallen, klar? Alleine würdest du deinen Mund nicht aufkriegen. Das ist aber... Also da muss ich jetzt tatsächlich sagen. Hanna, heute wirst du nicht gehauen. Vielleicht einmal für gestern. Aber da hat sie recht. Also gerade wenn man irgendwas cool findet oder irgendwen cool findet und man weiß, dass die Person schüchtern ist, braucht die manchmal so einen Schubs in die richtige Richtung. Habe ich auch schon gemacht. Und wenn er wirklich jetzt irgendwie uns ganz cool findet und sich nicht trauen würde, mit uns zu reden, dann finde ich es gut, dass seine Schwester da sagt, jo, er findet dich cool. Hier, guck mal. Weil mache ich auch tatsächlich. Wobei ich eher tatsächlich dann zu der Person hingehe und sage ihr, der ist ein bisschen schüchtern, der traut sich nicht mit dir zu reden. Wäre es für dich okay, vielleicht mal hinzugehen, mal Hallo zu sagen? Das ist eher so die Art, wie ich das mache. Ich sag's nicht so direkt ins Gesicht. Aber ich finde es trotzdem gut, dass sie das macht. Ach ja. Das ist ihm jetzt wieder schrecklich peinlich. Wie du unschwer erkennen kannst, gehört mit anderen Reden nicht gerade zu seinen Stärken. Gibt's eine lustige Geschichte, die ich jetzt kurz... Es tut mir leid, dass ich so viel unterbreche, aber... Es gibt da wirklich eine sehr, sehr lustige Geschichte. Viele von euch wissen das, dass ich Furry bin und dass ich auch mit anderen unterwegs bin. Und wir hatten mal einen Lauf, wo wir durch die Stadt gelaufen sind, ein paar Leute... da aus dem Alltag gezogen haben, ein bisschen Farbe reingebracht haben. Alles ganz schön mit ein paar echt lieben Suitern und jemandem, der zum ersten Mal dabei war. Und diese Person litt so stark unter Lampenfieber und allem. Er war so nervös, er hat es nicht geschafft, ein Wort zu sagen. Also wirklich kein einziges Wort. Doch, am Ende hat er sich von mir verabschiedet. Das fand ich lieb. Als ich mich von ihm verabschiedet habe, hat er sich auch verabschiedet und hat gesagt, bis zum nächsten Mal. Das fand ich toll. Das war das Erste, was ich von ihm gehört habe. An dem Tag. Und er wurde auch immer so ein bisschen mitgeschleift und von allen Leuten im Suit umarmt, weil flauschig und alles. So ein bisschen versucht zu integrieren. Und das ist schön. Und ich finde, sowas gehört auch dazu. Und wenn man halt ein bisschen schüchtern ist, dann ist es halt auch wichtig, dass man Hilfe bekommt. Wenn man halt irgendwas schon gerne hätte, mit Leuten zu reden oder so, aber sich nicht traut, dann ist es keine Schande, wenn jemand anders sagt, hier, der traut sich nicht,
Kannst du mal bitte. Ja, finde ich, ist keine Schande. Von sich aus würde er es wahrscheinlich nie über die Lippen kriegen, also sag ich's. Er würde gerne gegen dich kämpfen. Wusste ihm den Gefallen? Wenn er will, klar. Wenn man mich lieb fragt. Na sowas, du bist netter als ich dachte, da wird er sich freuen. Jo, Wolf hat zugestimmt, gegen dich zu kämpfen. Was? Echt jetzt? Ist das wirklich okay? Ja, du hast richtig gehört. Dann nehmt mal eure Plätze ein. Ihr anderen macht ein bisschen Platz, hopp hopp. Ich werde mein Bestes geben. Mach nur. Wenn du nicht so gut bist, ist das auch okay. Also sagen mir ja auch viele, wenn sie sagen, ich möchte mal gegen dich spielen oder so, dann tut es mir immer leid, wenn ich nicht die Zeit finde. Aber ist doch vollkommen okay, dass man mal mit jemand anderem spielen will. Ich habe selbst hier Markus Barth, also nicht Mario Barth, Markus Barth, anderer Comedian, nicht verwandt. Gefällt mir viel besser. Und Thorsten Sträter habe ich angefragt, ob die mal Gast sein wollen. Ich habe natürlich Absagen gekriegt. Aber Fragen kosten nichts. So, wir knuddeln es. Knuddeln das Visor. Und dann knuddeln wir Jo. Er hat sich's verdient. Janma. Willst du mal ein cooles Pokémon sehen, das es hier nicht gibt? Ach so, übrigens, ich habe jetzt die Pokémon nicht benannt. Ihr könnt wieder Namen schreiben und ich benenne neue Pokémon danach. Das habe ich jetzt vergessen. Uff, das war leider einer von meinen vielen Schwachpunkten. Mach dich nicht schlechter, als du bist. Nein, dein Pokémon hat echt einen Volltreffer gelandet. Glück gehört zum Können wohl auch dazu. Ein bisschen Glück gehört immer dazu. Aber da muss ich wirklich sagen, da hat sich Hannah jetzt gerade wieder gebessert. Weil sie ihrem Bruder da ein bisschen geholfen hat. Menno. Macht nichts. Trainier und dann kämpfen wir nochmal. Wenn ich Zeit finde. Das war ein toller Kampf. Ein schönes Freundschaftsmatch. Ihr Kinder wisst eben, wie man sich schnell kennenlernt. Wusste ich's doch, du bist echt stark, Wolf. Du bist fast so stark wie ich, du hast echt was drauf. Wir sollten diesen Orientierungslauf zu zweit erledigen, oder? Mach das doch zusammen mit Jo. Gerne. Gerne. Sie ist echt, also wenn sie nicht gerade wir sind das Volk ruft, dann ist sie echt nett. Was? Nicht doch. Warum denn nicht? Wir zwei sollen das ja nicht zusammen machen. Willst du dich lieber mit einem von den anderen Fremden zusammentun? Nein, aber... Na bitte. Er steht sich mit seiner Schüchternheit nur mal wieder selbst im Weg. Ich schließe mich mit jemand anderem zusammen. Kümmere dich gut um meinen Bruder. Wie es aussieht, habt ihr euch problemlos zu Paaren zusammengeschlossen. Dann registriere ich jetzt die Standorte der Infotafeln auf euren Smart-Rotom. Ach, die kann ich doch auch so suchen, das ist doch viel langweiliger so. Und los geht's, möge der Orientierungslauf beginnen. Oh, und falls jemand übrigens Tränke, Pokebälle oder Items benötigt, das gibt es alles bei Momos Gewichtwarenladen dort drüben. Am besten fangen wir mit der Infotafel auf dem Gefährtenplatz an. Der liegt westlich vom Dorf, hinter der Apfelplantage. Es ist nicht weit und ich dachte mir, es wäre am besten, sie in der richtigen Reihenfolge abzuklappern. Ich wäre dir sicher nur im Weg, also gehe ich schon mal vor. Bis gleich. Nein, komm mit, ich will mich auf dem Weg ein bisschen mit dir unterhalten. Echt kein Selbstwertgefühl, der Junge. Das ist...
ist tragisch. Ich hätte mich echt gern mit ihm unterhalten. Weiß nicht, so Schüchternheit, ich habe es ja schon im Hauptspiel gesagt. Erstens ist Schüchternheit immer niedlich. Es ist einfach so. Wir können wieder Geschwindigkeit aufbauen hier. Und zum anderen. Oh, bin in ein Pokémon reingerannt. Das. Nein, zum anderen. Er wirkt ja nett. Ja, die Mantis haben wir schon. Er ist ja nicht irgendwie bösartig. Er ist auch nicht gemein, wie seine Schwester es halt am Anfang war. Oh, Rettern haben wir noch nicht. Dementsprechend sehe ich da halt absolut keinen Grund, mich nicht mit ihm zu unterhalten. Ich hätte gern mit ihm geredet. Und ihn vielleicht ein bisschen aufgebaut. Also schüchterne Leute sind meistens super nett. Manchmal driften sie ein bisschen ab. Wirken dann schnell komisch, aber meistens sind sie nett. Schlangen-Pokémon, also Rettern das Schlangen-Pokémon vom Typ Gift, 2 Meter groß, 6,9 Kilogramm schwer. Es hängt seinen Kiefer aus, um selbst größere Beute verschlingen zu können. Danach ist es jedoch zu schwer, um sich zu bewegen. Ja, es kriegt erstmal keinen Spitznamen, bis ich eure Spitznamen habe. Und dann holen wir das nach und dann kriegen die alle einen Spitznamen verpasst. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich alle... Ich glaube, ich hatte alle Pokémon, ne? Im Pokédex drüben. Beim Pokédex wartet eine Belohnung auf dich, geliebter Abdruck. Ich wollte hier eigentlich nur die Items sammeln. Wir kommen hier sowieso nochmal hin. Der Part ist eigentlich vorbei. Ich will das Item noch haben. Ich fange jetzt auch das Visor nicht. Ich weiß, dass wir das noch nicht hatten. Aber das können wir uns immer noch holen. Aber der Part ist vorbei und ich habe auch langsam keine Zeit mehr, weil ich muss jetzt gleich arbeiten gehen. Ich habe gehofft, ich schaffe ein bisschen mehr. Aber ja. Und ich muss sagen, Hanna und ihr Bruder sind jetzt auf jeden Fall sympathischer geworden im Laufe des zweiten Partes. Also, ich möchte Hanna nicht mehr hauen. Sagen wir es mal so. Zumindest im Moment nicht. Kommt vielleicht wieder, aber jetzt aktuell finde ich sie eigentlich... ganz nett, ja. Ich finde, das hat wieder was Sympathisches, dass sie da ihrem Bruder, wenn der ein bisschen schüchtern ist, da unter die Arme greift. Könnt mir ja mal eure Meinung sagen. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, zu Pokémon Kamezin. Und schreibt mir, ob ihr schüchtern seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.